Sinne von Investor Search und ich möchte euch ein paar Gedanken teilen, was ich erwarte, was passiert, wenn die Zinsen sehr, sehr lange niedrig bleiben werden. Denn in den letzten 30 Jahren sind ja sehr, sehr stark gesunken, auf einem historischen Niveau. Nur nach dem Zweiten Weltkrieg hatten wir sowas Ähnliches einmal. Und aktuell ist eigentlich eine Riesenblase am Anleihenmarkt im Verhältnis zu den anderen Assets. Denn es ist ja so, wenn ich keine Zinsen mehr bekomme, früher war ja normales Aktien-KGV 15, aber ich habe auch vielleicht früher 4%, 5% auf Staatsanleihen bekommen. Also habe ungefähr eine Rendite von 7-8% bei Aktien bekommen und 4-5% bei Staatsanleihen. Wenn ich jetzt nur noch 1% bei Staatsanleihen bekomme und das langfristig dann auch die Markterwartung wird, müssten eigentlich die Renditen von allen produktiven Assets, also Aktien und Immobilien, massiv steigen. Wir sehen das jetzt schon in Immobilien in guter Lagen in München oder Berlin, in guten Vierteln. Da zahlt man jetzt schon 30, 35er Faktoren auf die Nettojahresmiete, also ungefähr 3-2,5% Rendite brutto. Bei Aktien, zumindest in Deutschland und Europa, ist das aber noch nicht der Fall. Da findet man viele, gerade im DAX ist das KGV noch sehr, sehr niedrig, oft unter dem historischen Durchschnitt. Und eigentlich von den Zinsen her müsste es dann weiter steigen und dann irgendwann sich auf so einem Plateau stabilisieren. Keynes hat ja auch selber gesagt, warum versuchen eigentlich die Banken immer mit den Zinsen die Konjunktur zu steuern? Meistens liegen sie im Nachhinein eh immer falsch. Deswegen kann es auch eine Möglichkeit sein, dass man sagt, okay, man lässt jetzt einfach zu 20, 30 Jahre den Zins sehr, sehr niedrig. Es wird vielleicht mal eine Blase geben, die wird irgendwie platzen, aber man versucht es nicht immer über die Zinsen noch weiter zu steuern. Und wenn die Leute auch irgendwann wissen, es ist diese Rendite, werden sie auch eher diese Investitionsentscheidungen langfristig entsprechend treffen. Deswegen erwarte ich eigentlich auch einerseits weiter niedrige Zinsen in Europa, weil alle sind sehr, sehr viel verschuldet und wir können es uns gar nicht leisten, dass die steigen. Andererseits ist auch gerade die Nachfrage nach vielen Projekten nicht da. Inflation ist immer noch niedrig, also die Realzinsen werden niedrig, denke ich, bleiben und dann müssten eigentlich auch dementsprechend sich Aktien mehr anpassen. KGV von 20, 25 im Gleichgewicht fair sein, auch sogar 30, wenn diese Staatsanleihen KGVs irgendwie bei 100 wären. Ja. Das einfach nur so ein paar Gedanken, denn irgendwann alle wollen irgendwie Zinsen oder Rendite auf ihr Kapital erwirtschaften. Wenn das über Anleihen nicht mehr geht, werden alle produktiven Assets einmal im Preis nach oben gehen, um das wieder ins Gleichgewicht zu setzen. Deswegen ist es noch keine Blase. Ja? Wenn alles teurer wird, ist es nicht unbedingt eine Blase, sondern es ist einfach eine Vermögensinflation, dass einfach Bargeld weniger wert wird. Aber es ist keine Blase. Das ist ja immer nur, wenn eine Assetklasse, zum Beispiel Immobilien oder Aktien, im Verhältnis zu den anderen zu teuer wird. Und das merkt man irgendwann und dann gibt es einen großen Crash.